Hallo, wer ist dein Held? Also meine Heldin ist meine Mutter. Warum? Weil sie auch im Alter bereit ist, zu lernen, umzudenken. Nur ein Beispiel. Jetzt kann meine Mama Zoomen, WhatsAppen, Skypen, aber vor der Pandemie hat sie sich dagegen gesträubt. Bloß nicht diese neuen Technologien. Heute ist sie sehr dankbar. Aber nicht nur dieses Vorurteil hat sie abgelegt. Auch andere. Heute tritt sie für Menschen ein, über die gelogen wird, über die falsche Dinge verbreitet werden. Ja, sie ist mutig und setzt sich für andere ein. Deswegen ist sie meine Heldin. Aber wieso brauchen wir überhaupt Helden? Franca Magnani hat es gut auf den Punkt gebracht. Folgendes Zitat stammt von ihr. Sie sagte: Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen. Also der Umkehrschluss lautet, es fehlt uns an Menschen, an Bürger mit Zivilcourage. Da ist Mangelware. Die gute Nachricht, jeder von uns kann das lernen. Und je mehr Menschen Zivilcourage haben, desto weniger sind Helden notwendig. Ja. Vielleicht noch ein Gedanke zu dieser Franca Magnani. Wer war diese Dame? Sie war eben die erste Auslandskorrespondentin des deutschen Fernsehens. Dabei war ihr Leben im ARD-Studio Rom keineswegs leicht. Einmal, so schreibt die Süddeutsche Zeitung, hatte sich ihr Vorgesetzter vor ihr aufgebaut und laut geschrien: Sie werden noch auf den Knien vor mir liegen. Wie würden wir reagieren, wenn unser Chef so mit uns redet? Wie hat Franca Magnani reagiert? Sie lächelte, blieb ruhig und sagte: Ich werde außer vor Gott niemals vor irgendjemanden auf den Knien liegen. Ja, eine Methode, mit Lächeln, mit Scham, Zivilcourage zu zeigen. Auch du kannst das lernen. Meld dich an bei unseren Workshops unter www.zivilcourage.at. Ich freue mich auf dich. Mach's gut, eure Gerti.